crusade? I prefer to think of it as a mission. Do you ever question it? Not the mission. I mean, the methods. The clandestine nature of what you do. The fear tactics. The occasional brutality. No judgment. Just curious. No, never. Damn. I wish I had that kind of confidence. I'm having a bit of an existential crisis. Existential crisis? Yeah, it's Waller. Why wouldn't she want us to know what Freeze told you? Things have gotten gray recently. Too gray. I don't know if I'm on the right side anymore. Ich glaube nicht, nee. Geh weg von der Agency. Maybe I shouldn't have brought this up. You should trust your instincts. They're what make you good at your job. I'm glad to hear you say that. It bothered me when she allowed the pack to obtain Riddler's body. Wait, that was intentional? I've had deep reservations about Waller. Can't believe I just said that out loud. If you don't believe in what you're doing there, you should quit. And then what? Maybe we can work together on that. You mean that? Ja. Also ich meine, du weißt schon, wer Batman ist. Ich stelle dich ein. Stell dich hier rein. So ist es nicht. Hey, you sure you're okay to do this? Absolutely. You know, I looked through Gordon's case files about Harley. Her father suffered from mental illness that eventually drove him to suicide. An illness with a strong hereditary link. It's very possible she wants the serum to prevent the same thing happening to her. If she fails, she's got one deadly plan B. Don't sound so worried, Batman. I'm here to help. We're almost there. Also wir, theoretisch retten wir dann Harley. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ja. Theoretisch ja. Und praktisch retten wir die ganze Stadt. Ah. Ist jetzt eigentlich Bane auch tot? Im Tod ist er nicht, er ist nur bewusstlos. Ich hoffe, der ist jetzt wenigstens in Arkham Asylum. Harley's back is against the wall. If she has Riddler's blood, she'll be incredibly dangerous. You don't need to tell me. She tried to freeze me to death. Then we're on the same page. Das hat sie ganz sicher schon, oder? Aber wir wissen ja auch, dass Freeze auch Riddler's Blut schon irgendwo hat. Oh, das ist also niemand zu Hause. Im Büro würde ich vielleicht gehen. She must be gone already. Do you think that means she already has the vials? I don't know, but it's worth a look. Maybe she got scared off before she could find them. Vertrieben von wem? C4, plastic explosive. Only a little though. Must be remnants from something bigger. I don't remember Bane making bombs, and it doesn't match Freeze's M.O. Who then? Harley? John? Even money on both. Oder was meine andere Taktik, also theoretische These ist, dass Joker jetzt halt so ist, wie er halt sein will, und dass er jetzt vielleicht, was weiß ich, was gemacht hat. Was weiß ich? Was weiß ich? Dammit. Was ist hier bevor? Nee, das war hier nicht hier, oder? Oder? Nee. Dried. Must be from when Harley shot Bane's men. Also das mit dem Beinschuss. Hm. Also ich denke, hä, ich kann nicht. Ich denke, ich würde halt in Harleys Büro mal gehen. Bis dort irgendwo ist, aber okay. Damn it. What is it? They're gone. The vials are gone. C4 and stolen blood. How do those two things add up? So. Keep looking. Frage, was sind Fiolen?
ist Fiole das. Sie hatte nur ein Gläschen. Wenn Sie das meinen, dieses Gläschen-Ding. Das ist ein Glas gewesen. Wow. Mit einem Glas kann man viel anfangen. Okay, warte mal, ich kann ihn noch nach rechts, kann ich. Nach links kann ich nicht. Kann ich da hoch? Okay. Vielleicht aber hier noch irgendwas Interessantes. Zum Beispiel Riddler. Zum Beispiel Riddler. Huh. On the side here, someone's damaged this. Vielleicht war das ja auch dort, wo wir die Kapsel rausgeholt haben aus dem Wagen. Ja, wir haben natürlich den Schlüssel nicht. Ja, der Schlüssel nochmal. Hat sie den Schlüssel? Nee, hier ist der Schlüssel. Oder? Hey, Avesta, does this look familiar? We call it a liminal device, a not quite as powerful phalanx key. Some agency field ops are issued one, and if they left it, they must have been rushed. An agency team has been here. Uh-huh. It could have been used to access Freeze's container with the vials. Das heißt für uns was? Dass wir das mit dem benutzen können. Ja. Ist er noch hier? Was? Oh God. I thought this thing was supposed to preserve him. Obviously, it failed. Right. Decomposition is actually accelerated. Sieht gleich aus wie vorher gekommen. They disabled the capsule. If that's the case, then they were trying to destroy the body. It's textbook asset denial. But it's some sloppy work. They were moving fast, too fast. Anschubsen. Wow. The rapid decay. I wonder if that's a side effect of the virus or being in that capsule, or both. Bruce, why? Test halber, aber wirklich irgendwie, if weiß ich nicht, erlebt. Decides to release the virus, that sample may be the most valuable weapon we have. Alfred, I did a bioscan of Riddler's corpse. I'm sending the data to you. The body is breaking down, so do your best with it. Received, Bruce. It's... Oh my. Was? This may take a bit of time. Ah, super. So, Waller takes the blood and has Riddler's body destroyed. Would make her the only player who could create a viable Project Lotus sample. Having all the pieces to the puzzle. Oh my god. Bruce. The Pact all had problems. Medical problems they needed solving. And if Waller's the solution, she can make them work for her. What? She's not above using leverage to get people under her thumb. I mean, look what she did with my identity. Sie ist der Boss von dem ganzen Scheiß. Oh Gott, und Waller ist bei Harley. Waller ist bei Harley und Waller will die Probe haben. I guess. Dann ist sie der Boss von dem Pakt. Aber, was weiß ich. Ich habe tausende Aber-Fragen, aber ich check's halt null. Also doch, ich check schon, aber ich... keine Ahnung. Was ist wer, wie, wann, wo ist es jetzt hier? Hä? Das ist keine Sau. Aber es versteckt sich irgendwer. Wenn sich der Joker versteckt, lache ich. Es versteckt... Hier ist Kohle. Und hier ist jemand. Joker! Er versteckt sich nicht. Hä? Er ist einfach deprimiert wahrscheinlich wegen Harley, Bruce? Oder? Ja, war so klar. Ja. You came. Where is she, John? Where's Harley? Er hat keine Ahnung. Was hat er? I think we've been formally introduced. Doe. John Doe. Ja, jetzt ist sehr scheißegal. Easy, John. This is Avesta, Special Agent Avesta. I'm John Doe. Only hearts come up. Sorry to hear that, John. Do you think you could answer Mr. Wayne's question? Oh,
is a guy. This is a guy who has it all together. How many girlfriends do you have, Bruce? Color me impressed. She was here. Wait, she was here? Wer war hier jetzt? Yeah. Harley. Where is she now, John? This is important. You got some real nerve. You know that? Ist ja ich. Das hab ich jetzt schon wieder getan. Remember the cafe? Hä? Ja, und? Just be yourself, John. Then I stuck my neck out for you. Way out. Bane nearly ripped my head off. And for what? She flew the coop. Kann ich da nichts für? Nothing. You steered me wrong. At every turn. Every bad piece of advice. Everything blew up in my face. This isn't my fault. Harley betrayed us, both of us. Yeah. But you weren't in love with her. No point. It's over. The pact. Dream us. Not yet, it's not. She's still out there with a deadly virus in a city full of innocent people. Call me when you got something I care about. It always surprises me how heavy guns are. It's gonna be okay, John. I promise. I care, John. You know that. I'm nearly out of reasons to believe you anymore. Digga, Bruce. Boah, da. Well, it's been real. What are you doing, John? Leaving. There's nothing left for me here. A lot of bad memories. And a weird smell. John, I understand you want to run. I've run before. But problems, they just come with you, no matter how far you go. Nope. Pretty sure I can get away from that smell. Damn it, John. Listen to me. I need to find Harley. I don't want to do this anymore. Not for you. Not for her. Certainly not for Gotham. John, please. This is important. I know it hasn't been easy for us, but I am your friend. Okay, buddy. Look, the agency was here. They took the blood. I was up here, in a very dark place. The agency, yeah, wegen Waller. They didn't find me, but Harley did. Mm-hmm. I told her what happened to Riddler. She gave me this. And where do you think Miss Quinn is now? We'd like to find her sooner, rather than later. I don't want to find her! My heart can't take another kicking! I never want to see her again! She ruined me! I can't! Help me bring her to justice. It's what she deserves, John. Just can't say no to you, Bruce. You gotta keep an eye on this guy. That Wayne charm gets him every time. You sure know how to spin things. All the right ways to twist my arm. It's going to take me a few hours to find her. I have to check a few places, do some things. Okay, we'll come with you. No, you won't. There will be plenty of time for John and Bruce later. This is... I need to do this alone. I'll call you when I find something. Wait, hold on. We'd really like your help, John. Are you sure you won't reconsider us coming with you? I did. And it's a hard pass. It's okay. Go. Bruce, let's talk about this. He'll come through. He's done it before. It's funny. When you first walked through that door, I honestly thought you came here to check on me. What? Ich werd wahnsinnig.
Ich hab, wollte jetzt eigentlich nur deswegen, weil wir beim ersten Mal... Das habe ich jetzt gesagt, weil ich beim ersten Mal in File Center Alfred, bei der Beerdigung gemacht habe. Nearly complete. I should have it ready for you when you arrive. I'm on my way. Deswegen habe ich jetzt gesagt, ja Joker, ich vertraue dir, weil ich es halt beim ersten Mal nicht getan habe, Dermot, und... I don't know, frag mich was Leichteres. Dieses Spiel macht einen wahnsinnig. Einfach wirklich wahnsinnig. Dicker. Codex-Experten, okay. I'm back. I'm taking over at the computer. Wo ist er? Al. Weiß man nicht. Hä? Was ist denn jetzt schon wieder los? Please don't. Al, can you hear me? Alfred? What's the matter? Thomas? Ja, das war let's chat. Ja, halt zu dir. Now's the time. It won't be long. No, Al, it's me. It's Bruce. Yes, what would Master Bruce think about what you've done? I don't know. He and the Cobblepot boy are playmates. Please wake up. Bruce, where am I? Easy. Take your time, think back, and tell me exactly what happened. Oh, no, it was nothing. I was working and I felt dizzy for a moment. I must have been more exhausted than I realized. First it's your hand shaking, and now you're passing out. We can't keep ignoring this. You need to be looked at before it gets worse. Chet. Hey, be careful. Thank you, Bruce. I'll just catch my breath. Just give me a moment, please. So, aber das mit dem Blut jetzt. Oh, der macht mir auch wahnsinnig. Nonsense. What is? Freeze's magic cure-all. It doesn't work as intended. Take a look. But Freeze's Ding? Jetzt warte mal. Boah. Der Lotus, der Bioskin. Also der Bioskin von Riddler. Und der Lotus. Lotus? Wo wird Lotus denn? So, was ist hier? Oh mein Gott, nicht schon wieder die ganze Kacke. Nee, da kommt jetzt nicht die ganze Seite runter, das ist mir egal. Schau noch kurz beim Codex. Alter Schwede. Harley. Oh fuck. Holy fuck. Als Halle nicht mich in Freezers Kryokammer warf, wusste sie nicht, mit wem sie es zu tun hatte. Meine Tarnung mag gegenüber des Parks aufgeflogen sein, aber ich konnte ihr Angst vor Batman einjagen. Da es ihre Priorität ist, mit dem Virus zu entkommen, sollte mir das zum Vorteil gereichen. Halle war im Schlupfwinkel, sie verschwand, bevor ich auftauchte. John sagte, sie war wegen Riddlers Blut da, aber die Agency hatte es bereits. Sie ließ ihre Wut an John aus und verschwand. Ach, die Agency hatte es sowieso schon bereits. Ah, okay. Mhm. Sie wollte halt das Blut noch. Oh, okay. Ja, toll. Harley ist immer noch mit dem Virus auf freiem Fuß und schon ist mal eine einzige Spur. Gotham Schicksal liegt in ihren Händen. Liegt in den Händen eines emotionalen, zerrütteten, betrunkenen Ex-Arkham-Insassen und seiner gewalttätigen Ex-Freundin hinterherrennend. Ja, toll. Vielleicht brauche ich einen Plan B. Ja, ich glaube auch. Aber sie kann ja, wie gesagt, ohne Riddlers Blut kann sie eh nicht viel anfangen.
Naja, sie kann halt das ganze Virus so freilassen. Und dann ist halt die Katastrophe am Dampfen. Gordon verträgt seine Entlassung garantiert nicht gut. Er war nicht nur ein Polizist, laut Titel. Gordon ist der Inbegriff des Berufs. Ich kann mir das GCPD ohne ihn nicht vorstellen. Vielleicht kann er ins Amt zurückkehren, wenn der Pakt hinter Gittern ist und die Agency Gotham verlassen hat. Ich hoffe, er hält durch und hoffentlich hält die Stadt ohne ihn durch. Ja, die Agency muss halt irgendwie raus. Und halt die gute alte Waller. Dermot. Ohne Johns schnelle Reaktion und seine Bereitschaft, Bane zu untergehen, hätte ich in der Geheimanlage sterben können. Der Pakt hatte nicht vor, sich von Batman aufhalten zu lassen. Er wehrte sich mit der Gewalt. Nur John stand mir bei und kämpfte an meiner Seite, ohne Angst zu haben. Angst vor Harley Quinn. Das ist das Gute. Sein Einsatz für Batman hätte ihn mehr kosten können, als er dachte. Johns Gesichtsausdruck, als Harley den Virus nahm und ihn verließ, werde ich nie vergessen. John geht es im Moment wirklich schlecht, aber wenn ich etwas über ihn gelernt habe, dann, dass er nach schlimmsten Rückschlägen stets wieder auf die Beine kommt. Wenn er mir helfen kann, Harley zu finden, kann er vielleicht mit seiner Beziehung zu ihr abschließen. Vielleicht war das genau der Anschluss, den er gebraucht hat, um einsichtig zu werden und sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Das wage ich zu bezweifeln, zwar auch wenn er jetzt theoretisch uns helfen will, aber das wage ich trotzdem zu bezweifeln. Ja. Alfred hat versucht, das Vakuum zu füllen, das Lucius hinterlassen hat. Obwohl er nach wie vor täglich unter seinem Trauma durch Lady Arkham Gefangenschaft leidet, scheint er keine Mühen, um meine Technologie und meine Ausrüstung auf den neuesten Stand zu halten. Das ist schon allein deswegen beeindruckend, weil er keine Ausbildung in diesem Feld hat, aber es ist ehrfurchterregend, wenn man bedenkt, wie alt er ist. So, du jetzt. Da check ich sowieso fast gar nichts, doch. Immer wenn ich glaube, Waller durchschaut zu haben, erfahre ich etwas, das mein Bild von ihr durcheinander bringt. Waller will den Virus sicherstellen. Sie sagt, sie werde die Technologie von Sanctus für das Gute einsetzen. Aber selbst Agent Avesta, die Waller respektiert und vertraut, macht sich Sorgen darüber, dass Waller mit dem Virus und dem Serum anstecken konnte. Sie ist theoretisch der Hauptbösewicht, irgendwie. Schlimmer noch, Waller scheint fast die einzige übrige Stimme des Gesetzes in dieser Stadt zu sein. Das ist sowieso das Schlimmste. Sie hat Gordon gefeuert, weil er Befehle missachtet und eine Undercover-Mission gefährdete, aber vielleicht waren das nur gelegene Ausreden, um ihr wahres Motiv zu verbergen. Vorerst verfolgen wir noch dasselbe Ziel. Wir beide wollen Harley und den Virus finden. Noch macht es keinen Sinn, es sich mit ihr zu verscherzen. Aber das hat ja Joker auch schon vorher gesagt, dass sie da die Agency hinter dem Scheiß her ist und dass wir sind ja auch dann drauf gekommen, dass Waller irgendwie der Kopf dieser ganzen Scheiße ist, weil sie das Virus hat. Oh, ich peilt da fast gar nicht mehr durch, ist nicht mehr wahr. So, und Avesta war bereits bei Sanctus nervös, was laut ihr der Tiefpunkt in der Geschichte der Agency war. Wallers Befehl, uns von unserer besten Spur Freeze fernzuhalten, kam daher nicht gut bei ihr an. Avesta vermutet, dass Waller nicht wollte, dass wir uns von den sekundären Eigenschaften des Virus erfahren. Sie wollte wissen, warum. Damit war sie nicht allein. Digga, was? Wallers Befehl, uns von unserem besten Spur Freeze fernzuhalten, kam daher nicht gut bei ihr an. Ja. Sie wollte, dass wir Freeze nicht verhören, obwohl das die beste Spur halt theoretisch ist. Wieso? Weil sie damit drin steckt. Darum. Im Hauptquartier des Pakts fanden wir unsere Antwort. Aber, oder zumindest sollte es in der Art. Alles deutet darauf hin, dass die Agency den Rest von Riddler's Blut beschlagnahmt hatte. Wenn das der Fall wäre, hätte die Agency die alleinige Kontrolle über das Virus, über das Serum. Das habe ich gemeint. Avesta ist besorgt darüber, dass Waller mit dieser Macht anstellen würde. Sie beschloss, die restlichen Blutbomben zu finden und zu zerstören. Auch wenn es sie Kopf und Kragen kosten könnte, wenn sie scheitert. Ich muss schon sagen, das ist ein toll kühner Zug, aber ein bewundernswerter. Wenn das stimmt, wenn das jemand schafft, dann sie. Ja, wie gesagt, deswegen hat sie ja auch theoretisch die ganzen Schurken auch in der Hand, weil die ja auch irgendwie, die wollten ja das Serum, also das Virus, plus halt Riddlers Blut, damit die dann die Scheiße halt für sich nehmen können und dann halt zum Beispiel von Freeze seine Frau retten kann mit dem Serum, mit dem verbesserten Serum von Riddlers Blut, oder Bane mit seiner bescheuerten Sucht, oder dieses Familiengen, was bei Harley ist, was ihren Vater gekillt hat, was dann irgendwann zu Selbstmord kommt. Und das will halt sie auch verhindern. Also sozusagen hilft der Virus schon mit dem Blut, aber deswegen erpresst theoretisch Waller
Pris nicht, aber so hat theoretisch Waller dann die Hand über die ganzen Schurken. Und deswegen will sie, hat sie zu den Agencies gesagt, dass sie Riddlers Blut haben will und den und Harley, wegen, weil sie die diese eine Döschen hat. Boah, ist das kompliziert. Leck mich am Arsch. Habe ich das richtig gepeilt? Ich habe keine Ahnung. Ich denke ja. Oh, so, was ist das für ein Lotus? Wo habe ich das jetzt? Megavirus. Only one known survivor. Also Riddler. Freeze thinks his blood is now a key to unlocking Lotus's true potential. Genau, okay. Er war der einzige Überlebende von diesem bescheuerten Virus und deswegen ist halt Riddlers Blut so wichtig. Ja, da war ich ja schon. Riddlers Body. I used the analysis you sent me to simulate its interaction with the virus. And the bat computer promptly found holes in Freeze's calculations. It appears that Lotus can be synthesized into a restorative agent for the human body. A remarkable one. Well, Freeze got that part right, but... But as soon as Lotus repairs any physical problems, it causes irreparable damage to the subject's brain chemistry. It drives you insane. It's what Riddler meant when he said, I wasn't always like this. All of these people, all of them trying to kill each other, for something that will make them as deranged as he was in the end. We all should know by now that miracles come with a cost. Lotus is nothing more than a poison. Harley's already insane, Alfred. I doubt she's worried about taking it up a notch. Yes, you're probably right. Although if she wants the serum to avoid what happened to her father, boah, ich werde wahnsinnig. Run the simulation again, then forward the readings to Special Agent Iman Evesta. I already ran it several times myself. I wanted to be thorough. Silly notion, I know. My problems are purely psychological. My real cure is a very long vacation. Somewhere far away from Gotham. A place where the sun actually comes to visit. Then let's get you to a nice beach, huh? Or wherever you want to go. Ooh, possibilities. That'll take some thinking. Evesta. I read your report. The serum makes the whole thing beyond dangerous. Did you find out where Waller's keeping Riddler's blood? Yeah. She's got the area on lockdown, but I think I can get myself in. And then I'm taking these things off the table. Permanently. Na, du alleine? Just hold on. Let me find a way to help. You've got to be around in case John finds Harley. And this needs to be done quickly. I won't let Waller turn the agency back into something like Sanctus, Bruce. The vials have to go. Good luck. Let's get you somewhere more comfortable. Oh, Bruce. Tiffany's. She's probably wondering where I hurried off to. I'm sorry, Albert. We can't risk you falling again. Very well. Now, we mustn't keep Tiffany worrying any longer. She's done quite enough of that the past few days. Ready? Great, that's all we do. Worry the ones closest to us. Digga, das ist so complicated. Digga. Aber ich verstehe es. Komm mir vor. Ich werd wahnsinnig. Aber okay, wir wissen, dass dieser Virus im Kopf was komplett wahnsinnig macht. Okay. Yes, thank you. The doctor is on her way. How are you feeling? Well, better. A little more rest and some tea, and I'll be as good as new. Make that a lot more rest, Alfred. You're hurt. The only thing hurt is my pride, which, sadly, even the doctor won't be able to fix. You can put up a strong front, but I'm not leaving your side until the doctor arrives. Got it? Understood. Ja, der hat das doch so sein, dass ich Batman bin, der muss. When you told me Alfred wasn't